1938 forschte schon Lewis daran. Als brauner Latex, so in dem Sinne. Als Austritt der Pflanze. Sozusagen als Opiumersatz. Es ist aber kein Opium, weil Opium macht ja abhängig. Ja? Es wirkt quasi direkt auf das zentrale Nervensystem. Quasi so vom Endknöpfchen sozusagen, das heißt von der Nervenzelle zur Muskelzelle in dem synaptischen Spalt, wo Neurotransmitter übertragen werden, dockt es sozusagen an und blockiert dann dementsprechend kurzzeitig diese, in dem Sinne Neurotransmitter, Kanälchen, so dass irgendwann nach einer gewissen Halbwertszeit sie wieder abgebaut werden von der Immunantwort. Und währenddessen ist die Reizweiterleitung dementsprechend etwas eingeschränkt und man nimmt eventuell etwas weniger Schmerz wahr oder ist etwas bedämpfter. Gut, interessant, es gibt 6 verschiedene Wirkstoffe in dieser Pflanze und die haben alle etwas unterschiedliche Eigenschaften. Aus späteren Studien ist hervorgegangen, also habe ich quasi in dieser Studie, die ich gleich anwende, ist es noch nicht so bekannt gewesen, die ist noch zu alt, dass je nachdem wie alt die Pflanze ist, bestimmte, je nachdem Derivate dann davon erst gebildet werden. Was man auch noch sagen kann, ist, dass sie zu den Sesquiterpentlaktonen gehören. Sesquiterpentlaktone, Pen für Penta, das sieht man an einem 5-Ring, blende ich hier auch mal ein, Kohlenstoff 5-Ring, blende ich hier auch mal ein, das Molekül. Und die Sache ist die, sie gehören zu den Asteraceae, das heißt zu den Korbblütern, ja, also vielleicht andere Pflanzen aus dieser Familie sind zum Beispiel der Löwenzahn, die Sonnenblume und der Beifuß auch, mein letztes Video über den Beifuß, ja. Und diese Wirkstoffe wirken ebenfalls sehr gegen Parasiten, das sind Abwehrstoffe der Pflanze, ja, das heißt antifugal, antibakteriell und alleine deswegen könnte ich schon ein Video über diese tollen Inhaltsstoffe halt eben machen, ja. Was ich ein bisschen damit sagen will, ist, dass wenn ihr genügend wilde Pflanzen einfach auch zu euch führt, dann sind Krankheiten sehr, sehr fern, ja. Und man kann sich eben viel, viel ersparen, was man sich sonst so zuführen muss, damit man wieder gesund wird und so weiter, wenn man eben mehr mit der Natur im Einklang lebt. Weil sie bietet uns alles, damit wir gesund bleiben. Natürlich, ein paar Nährstoffe geht natürlich jetzt nicht so in Deutschland, Vitamin D3, B12 und so weiter, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und ich finde, wir sollten alles ein bisschen mehr offener sein dafür. Und das möchte ich mit diesem Video jetzt erstmal vermitteln. Und es wird gleich ganz, ganz interessant. So, naja, nicht jeder kann halt nun mal nicht den ganzen Tag Grünzeug essen. Und deshalb müssen wir uns halt irgendwie helfen. Und deshalb mache ich dieses Video hier für euch. Und zwar geht es jetzt einmal um eine Methode. Hier werden Pflanzen, ein-, zweijährige Pflanzen ungefähr. Bestimmte Extrakte letztendlich daraus gewonnen. Und sozusagen wird die Locomotion-Aktivität wird sozusagen gemessen, das heißt die spontane Beweglichkeit mit einem bestimmten Photonmesser oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr, wie das Gerät heißt, auf jeden Fall wird das die Aktivität dann letztlich von den Mäusen gemessen. Und hier wird die Zugabe gegeben, also in der Studie 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht des bestimmten Wirkstoffes. Und wir haben hier bei P1 haben wir den Wirkstoff 136, die 6, die ich vorhin eingeblendet habe. Bei P2 haben wir 245 und bei P3 haben wir nur den 6. So, und jetzt sehen wir einmal hier rot markiert 100%, ja. Das heißt, das ist die 100% Wert, wie die sich normalerweise bewegen würden. Nach 30-minütiger Beobachtung, ja, mit einem bestimmten Lichtsensor. So, bei P1 dann dementsprechend 22,7%, bei P2 44% und bei P3 18% nur noch Beweglichkeit. Das heißt, sie nimmt enorm ab, das heißt, es ist ein enormes, Beruhigungsmittel eben. Ein ganz, ganz natürliches Beruhigungsmittel sieht man an dieser Studie, ja. Hier blau markiert bei P2 bereits 6 Milligramm, das heißt 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Hier blau markiert, ist am allerwirksamsten schon in sehr, sehr kleinen Konzentrationen. Gehen wir zur zweiten Studie. Hier wurde erneut 15 Milligramm oder 30 Milligramm dem pro Kilogramm Körpergewicht gegeben. Und jetzt sehen wir, alle sinken erheblich. Ja? Wir sehen hier rot die Kontrollgruppe und dann grün markiert bei 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja? Und jetzt sehen wir einmal hier blau markiert, also vielleicht noch kurz zum Versuch, also es ist eine Platte, eine heiße Platte. Und eine warme Platte, also bei 50 Grad, 56 Grad wird sie langsam erhitzt und dann, je nachdem, gehen die Mäuse halt von dieser Platte herunter, wenn es ihnen zu warm wird oder halt nicht. Und es wurde festgestellt, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal das als Referenzwert hier, 10,4 Sekunden sind diese Mäuse normalerweise auf dieser Platte geblieben. Nachdem sie das Mittel bekommen haben, ja, diesen Lattich, Giftlattich, jetzt habe ich es erwähnt,
dann ist es quasi gestiegen auf 22,7. Das ist eine Steigerung von 120%. Ja? Das heißt, das Schmerzempfinden ist halb so stark, noch weniger als halb so stark. Und das ist enorm. Das finde ich mega krass einfach. 120% Steigerung, mehr Schmerz, mehr Schmerz, ja, wie sagt man das? Mehr Schmerz aushalten, ja. Und wir sehen auch hier bereits schon, nach 30 Minuten sehen wir auch schon 75%, ja, weniger Schmerz empfinden. Das ist wirklich enorme Werte, ja. Ja, und jetzt geht es hier mal weiter hier auf meinem Zettel. Und zwar folgendes. Jetzt habe ich mir überlegt, alles schön und gut, darüber kann ich jetzt ein Video machen. Aber ich habe weiter geforscht, weil ich wollte Referenzwerte haben. Ich wollte gängige Mittel der Pharmaindustrie haben und ich habe gesucht und ich habe gesucht und ich habe gesucht und sowas wie Ibuprofen oder sowas zu finden. Und ich muss sagen, ich habe gefunden. Ja, ist das schön. Und zwar geht es hier im Studiennamen, ich blende es mal kurz hier ein, damit ihr mal seht, wie viel überhaupt so eine Studie überhaupt kostet, damit ihr mal seht, was für krasse Informationen das einfach sind. Ich kann euch auch keine Studien darunter verlinken, weil alle kostenpflichtig sind. Deswegen, damit ihr jetzt einfach mal seht, ja, was das Video eigentlich so wert ist. Und man sieht auch einfach, die Qualität der Studie ist einfach hammermäßig, ja, dass man solche Sachen halt dann raushauen kann, ja. Und zwar, zunächst einmal eine andere Studie noch. Hier geht es um einen bestimmten Vergleich zu Morphium. Und man sieht hier ganz, ganz klar, dass der Lattichextrakt in dem Sinne keine Wirkung hat. Aber ganz wichtig bei dieser Studie zu bemerken, es wurde das Samenextrakt genommen, das relativ unwirksam ist, wie man hier sieht. Nicht trüben lassen wird, falls ihr auf diese Studie stoßt und sie kauft. Jetzt gehen wir aber weiter zu einer anderen Studie. Die letzte. In dieser Studie geht es einfach darum, wieder die gleiche fast die gleiche Reihenfolge. Ja? Das heißt, es geht hier um die Wirkstoffe, wie vorhin schon beschrieben, 1, 3, 5. Ja? Nicht wie vorher 1, 3, 6, sondern 1, 3, 5 jetzt. Ja? Das heißt, völlig unabhängige Studie davon, 10 Jahre später, aber ungefähr genau die gleiche Reihenfolge. Das heißt, die haben sich wahrscheinlich irgendwie aneinander angelegt. Ja? Und zwar geht es hier wieder um das Gleiche. Heiße Platte und dann noch einen anderen... eine andere Methode sozusagen, da wird der Schwanz sozusagen erwärmt und wenn sie ihn sozusagen wegziehen, den Schwanz, dann ist es denen zu warm und dann ist es schon, dann werden sie es als Schmerz wahrnehmen und dann laufen sie von diesem Schmerz halt eben weg. Die Mäuse. Zwei Methoden in dem Sinne und es wurde verglichen mit Ibuprofen. Richtig geil, Alter. Richtig geil, dass ich das gefunden habe. Und ja, ich finde es quasi so krass einfach, dass ich sagen muss, wie gesagt, kostenpflichtige Studie, hammermäßige Infos, was jetzt kommt. Ich gehe einfach in VoiceOver und zeige euch das da, weil ich finde das einfach zu wichtig, jetzt, was jetzt gleich passiert. Bis gleich. Welcome back. Und zwar geht es hier einmal um Ibuprofen und wieder der gleiche Versuch, die heiße Platte wieder. Und zwar wieder in Mäusen, das heißt wieder in vivo. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Konzentration an. Das heißt, wie gesagt, 1, 2, 3, unsere Komponenten haben wir vorhin schon besprochen gehabt, welche das sind. Und zwar geht es hier wieder um die Sekunden und um es einfacher darzustellen, ist es sogar hier noch in Prozent sozusagen ausgerechnet. Das heißt, die 7 Sekunden waren die 100%. Das heißt, nach 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht hatten wir hier eine Steigerung quasi von 47%, ja. So, das heißt nach 30 Minuten auf 207, das heißt mehr als doppelt so viel Schmerz wurde in dem Sinne prozentual ausgehalten. Physical 2, 202%, das heißt wieder doppelte Steigerung, hier sogar noch mehr bei 3. Und das Ganze, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, bei Ibuprofen 198. Ja, das heißt wirksamer als Ibuprofen. Nach 30 Minuten. Gehen wir weiter. 60 Minuten, Ibuprofen 221, hier nur 161, hier nur 197, hier nur 178. Jetzt würden wir sagen, hey, was ist da los? Ist der Titel des Videos falsch gewählt worden? Nein, ist er nicht. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Faktor, dass diese Studie so dargestellt worden ist, ziemlich tricky. Aber nicht mit mir, weil es hier um 60 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht geht. Das heißt, wenn wir dieselbe, die gleiche Menge nehmen, 30 und 30, seht ihr hier, da und da, dann ist natürlich klar, dann müssen wir mit diesem Wert rechnen. Das heißt, wir haben nur 157 zu 161 und damit ist Ibuprofen wieder unterlegen. Zu 197 weit unterlegen, zu 178 weit unterlegen, auch nach 60 Minuten. 90 Minuten, schauen wir weiter, Ibuprofen 273, etwas im Vorteil, ja, eigentlich gleichbleibend und etwas im Vorteil hier. Und nach nur 120 Minuten wieder 192,
Genau, und dann haben wir hier 174, 143 und 124. Man sieht, also im ersten Bereich ist es auf jeden Fall überlegen, und dann nach 120 Minuten ist der Ibuprofen etwas überlegen, ja. Aber nichtsdestotrotz, einfach mal eine Pflanze so eine krasse Wirkung zu haben, das ist schon wirklich enorm. Also ja, finde ich extrem heftig auf jeden Fall. Wir gehen mal zum zweiten Versuch über. So, jetzt haben wir die zweite Tabelle und hier geht es wieder Ibuprofen und zwar Tail-Flick-Test. Das heißt, Tail ist ja das Hinterteil, also der Schwanz der Mäuse, und der wird sozusagen ja, mit Hitze bearbeitet. Wie gesagt, die werden nicht verbrannt, die Mäuse oder so. Die können einfach aus dem Weg gehen, wenn es ihnen zu heiß wird. Also die werden jetzt nicht verletzt oder so in dem Sinne. So, und da war wie gleiche Spiel wieder. Hier 30er Konzentration, das heißt hier prozentual 167. Also mit 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann Steigerung 67%, bei Dingens 58%, 26%, und man sieht hier Ibuprofen, Steigerung bei 30, 139. Ja, das heißt, ungefähr gleich gesehen. Ja, der ist extrem drüber, die sind ungefähr, achso, nee, gar nicht, hier ist 30, 158 auch extrem drüber, 167 auch extrem drüber, und dieser hier ist leicht drunter. Ja, das heißt, ja, Ibuprofen auf jeden Fall unterlegen. Das heißt, das gleiche jetzt nochmal nach 90 Minuten getestet und das gleiche Spiel wieder. Hier 130, 149 und hier kommt er aber jetzt 150. Und jetzt schauen wir mal hier bei 30, 142. Das heißt, hier auch unterlegen und hier leicht ist das Kraut unterlegen. Ja, man sieht, overall kann man sagen, ist Ibuprofen einfach in gleichen Mengenkonzentrationen unterlegen. Jo, jetzt auch noch hier ein LKW vorbeifahren. So, also hier habt ihr schwarz auf weiß in der kostenpflichtigen Studie, ja? Hammer, hammer, mäßig. In your face, Pharmaindustrie. Und zwar habe ich das mir mal die Mühe gemacht, und zwar nochmal alle prozentualen, ja, Ergebnisse zusammenzurechnen, sozusagen für Ibuprofen bei der Platte. Und das wären wir bei 322 für Ibuprofen. Und dann wären wir bei ja, dem Lattich bei 356, damit 1 zu 0 für den Lattich. Zweiter Versuch. Wir gehen hier einmal auf den Tailflick-Versuch ein mit dem Schwanz. Und wir sehen hier für die Ibuprofen 81 und für den Lattich 93. Herzlichen Glückwunsch, Herr Lattich. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben es wieder geschafft. Die Natur hat wieder gewonnen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Teilt das Video, das muss rausgehen. Bis zum nächsten Mal. Rohvegan am Limit.